In diesem Videotutorial möchte ich auf das unterstützende System AIS eingehen. AIS ist ein System, was den Sportbootsschiffer oder auch den Schiffsführer generell, nicht nur in der Sportschifffahrt, mit weiteren tiefergehenden Informationen unterstützt, als es zum Beispiel die reine Benutzung des Radars oder die reine Benutzung des Funks tut. AIS, das steht für das Automatic Identification System, also ein System zur automatischen Identifikation von Schiffen. Schiffe, die mit einem AIS-Gerät ausgestattet sind, können auf zwei verschiedene Arten und Weisen am AIS-Funkdienst, an diesem Funksystem teilnehmen. Auf der einen Seite haben wir die aktiven Teilnehmer des AIS-Systems, Schiffe, die also selber Daten über sich anderen zur Verfügung stellen, und auf der anderen Seite Schiffe, die nur passiv am AIS teilnehmen, sprich von anderen bereitgestellte Informationen aufnehmen und auswerten. AIS ist somit ein System, was uns bei der Navigation ganz heftig unterstützt. Man sagt ja immer, ein guter Skipper oder ein guter Navigator zieht alle ihm zur Verfügung stehenden Informationen zu Rate. Und das kann er eben auch mit AIS tun. AIS gibt demjenigen, der AIS-Signale von anderen Schiffen empfängt, die Möglichkeit, statische und dynamische Daten anderer Verkehrsteilnehmer auszulesen und natürlich auch zu interpretieren. Statische Daten wären beispielsweise Daten, die sich, wie der Name sagt, nicht verändern. Das könnte beispielsweise der Schiffsname sein, das könnte eine MMSI-Nummer sein, die wir aus dem Seefunk kennen, das könnte die Länge und die Breite eines Schiffes sein, also Daten, die sich für gewöhnlich nicht ändern, und natürlich auf der anderen Seite die dynamischen Daten. Das könnten sein Kurs über Grund, Geschwindigkeit über Grund, das könnten beispielsweise sein auch Ziel- und Abfahrtshäfen. Es gibt eine ganze Reihe von Daten, die im AIS-System zur Verfügung gestellt werden und die dort abgerufen werden können. Eine interessante Seite dafür ist die AIS-Seite des Hafens in Rostock. Der Hafen Rostock stellt sämtliche in dem Gebiet auffallenden oder vorkommenden AIS-Signale im Internet zur Verfügung. Das tut allerdings nicht nur der Hafen Rostock, sondern es tun auch viele andere Dienste oder viele andere Hafenbehörden und Küstenfunkstellen, die also Internetseiten haben, damit der interessierte Zuschauer oder vielleicht auch der ambitionierte Sportbootfahrer sich diese Informationen aus dem Internet abrufen kann und anschauen kann. Diese Internetdienste haben nicht den Anspruch, aktiv bei der Navigation zu assistieren, weil es teilweise zu kleinen Zeitversatzen kommt, ist aber für uns eigentlich ganz schön, um sich einfach mal anzugucken, was macht AIS eigentlich und wie sieht es in echt eigentlich aus. Das AIS stellt verschiedene Informationen auf einer Karte dar, je nach Gerät. Es gibt Geräte, die haben ein Monochrom-Display, die zeigen auf dem Schiff einfach nur auf einem Schwarz-Weiß-Display an, dort ist ein Schiff, dieses Schiff hat einen Namen, ich kann mir Informationen, statische und dynamische, dazu anzeigen lassen. Es gibt aber auch Systeme, die die AIS-Informationen zum Beispiel in Farbkartenplotter einbeziehen und integrieren. Das nennt man dann das sogenannte AIS-Overlay. Ähnliches gibt es beispielsweise mit dem Radar. Da habe ich also meinen Kartenausschnitt, den ich auf dem Plotter sehe, in der Seekarte. Darüber gelegt wird wie eine Folie auf dem Overhead-Projektor die Daten des Radars, also Hindernisse, andere Fahrzeuge, vielleicht Vorausberechnungen. Und genauso geht das bei guten oder teilweise dann auch teuren Systemen natürlich, indem ich die AIS-Daten, die mir das AIS zur Verfügung stellt, ebenfalls integriere. Ja, und so ist es dann zum Beispiel möglich, dass ich mir in einem bestimmten Abschnitt auf einer Karte anzeigen lasse, welche Schiffe sind dort gerade unterwegs, welchen Kurs fahren die, wo wollen die eigentlich hin, wo kommen sie her. Und Systeme, die beispielsweise noch über eine aktive Internetanbindung verfügen, die können gleichzeitig auch Daten zu den Schiffen abrufen, also Daten wie beispielsweise Bilder zu den Schiffen. Das heißt, ich kann direkt gucken, ist das wirklich das Schiff, was ich da sehe? Ich kann mir angucken, was für eine Art von Schiff ist das letzten Endes. Bei all diesen technischen Neuerungen, die uns das AIS hier zur Verfügung stellt, gilt natürlich eins zu beachten. Es verhält sich genau wie bei jeder anderen Navigationshilfe, die elektrisch betrieben wird. Ich sage immer, den Bleistift in der Karte ersetzt kein System. Es ist alles ein Nice-to-have, dass ich mir auf meinem Kartenplotter angucken kann, wo bin ich gerade, wo sind andere, aber ich kann mich nicht immer darauf verlassen. Es kann technische Störungen geben, ich habe es selber erlebt, sowohl im GPS-System als auch einfach Fehler in Karten etc. Und von daher ist es sinnvoll, dass ich immer noch als Backup, als Notlösung, meine Karte mit der eigentlichen Bleistiftnavigation habe. Bei AIS gibt es noch einen entscheidenden Punkt, wo man ganz doll aufpassen sollte, dass man sich nicht zu sehr auf das AIS verlässt.
Das ist zum einen die Tatsache, dass beispielsweise Behördenschiffe diese Systeme abschalten können oder deren Signale sogar verfälschen können. Das heißt, ein Schiff ist unter Umständen gar nicht dort, wo es mir auf dem AIS erscheint. Die zweite Sache ist, natürlich ist nicht jedes Schiff mit AIS ausgestattet. Nur weil ich ein schönes AIS-Gerät auf dem Bildschirm habe und sehe, wo andere Schiffe sind, heißt das nicht, dass dort nicht vielleicht auch noch Schiffe sein können, die kein AIS haben, mir ihre Daten nicht zur Verfügung stellen. Das AIS ersetzt kein Radar und das AIS ersetzt somit auch nicht den normalen Ausguck. Ein weiterer Kritikpunkt am AIS ist der technische Umstand, dass AIS-Signale auf zwei UKW-Kanälen übertragen werden. Alle Schiffe, die beispielsweise an einem wunderschönen Samstagvormittag in der Lübecker Bucht unterwegs sind und ein AIS-Signal senden, teilen sich zwei UKW-Kanäle. Dabei kann es natürlich dazu kommen, dass manche Signale, wir haben die Problematik im Simplex- und Duplex-Video erklärt, dass manche Signale nicht durchkommen, weil ein anderes System gerade sendet. Es kann also mal sein, dass mein AIS-Gerät, das ich auf dem Schiff installiert habe, einfach für, sagen wir mal, 3 Minuten keine Updates mehr bekommt von einem Schiff. Dieses Schiff ist aber in diesen 3 Minuten schon so weit an mich rangerückt, dass ich es schon im Nahbereich habe. Würde ich mich nur auf das AIS verlassen, würde ich vielleicht noch darauf schauen und sagen, okay, der ist noch 3 bis 4 Seemeilen entfernt. Das ist ein Problem, was gerade dann Schwierigkeiten bereitet, wenn es sich bei den gegnerischen Fahrzeugen um Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, Hovercrafts oder beispielsweise Katamarane oder vielleicht auch Behörden- und Militärschiffe handelt. Von daher muss man sagen, da ist Vorsicht geboten. Das AIS ist wie jedes andere technisch unterstützte System der Navigation ein tolles Hilfsmittel, ersetzt aber nicht die Karte. Verlassen Sie sich nicht darauf.